Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Erohot. So, warte mal, ich muss mal kurz hier unten hernehmen. Drei heben wir auf. Voll eines Falles. So, Rune der Beschaffung. Oh, 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 okay. Hier wird Schlüssel verlangt. Oh. Einen Schlüssel habe ich. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Aber ich habe ja schon den großen Schlüssel, weißt du? Ach, wird schon passen. Ich krieg schon wieder zu viele Bomben. Hier auch so ein Fläschchen? Nee, das ist mein Herz. Ein Fläschchen bekommt man nur. Oh, das ist gemein. Jetzt will ich da hin. Und hier ist natürlich der Endboss. Okay. Wie komme ich darüber? Okay, so nicht. Es tut mir leid, meine Freunde, aber ich muss diese Truhe bekommen. Das heißt, wir müssen noch mal durch den ganzen Dungeon. Boah. Aber eigentlich könnte ich das auch rausschneiden. Also bis gleich. Nein. Das Ganze wahrscheinlich bloß für 50 Perlen oder so. Richtig, 50 Perlen. So, ich wollte euch nur die Truhe zeigen. Hihi. Leider, leider ist nichts zu machen. Ich komme an diese Truhe nicht ran. Aber ich habe halt die kleine Hoffnung, dass wir eventuell nach dem Bosskampf, sofern wir ihn schaffen, vielleicht darüber kommen. Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Komm, gib mir den Schlüssel. Na gut, Flaschen und Herzen sind voll. Ach Gott. Ich muss ihn retten. Och, ich mich jetzt erschrocken. Oh! Lange nicht gesehen. Ich bin froh, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich schätze, du fragst dich, was ich hier mache. Nun, ich bin auf dem Eis ausgerutscht und in ein Loch gefallen. Und hier bin ich gelandet. Aber ich werde mich selbst befreien. Keine Sorge, ich habe noch immer ein paar gute Tricks auf Lager.
Ich bin allerdings froh über diesen Mantel. Es ist echt kalt hier. Ich schätze, du möchtest, dass ich den Schalter für dich betätige. Einen Moment. Hey, warte. Sieh, vergiss es. Es ist nur... Ich weiß, dass du ein Ziel hast. Ähnlich wie ich, eine Art Mission. Warum solltest du sonst hier sein? Obwohl ich mir sicher bin, dass es einen ganz anderen Grund gibt. Aber trotzdem sind wir hier. Jeder auf seine eigene Mission. Versuchen, Menschen zu helfen. Und es ist, als ob niemand weiß, was wir tun. Oder es interessiert. Ich bin hier, weil dieser ganze Kontinent von einem unterirdischer Gefahr verschlungen werden könnte. Dieses Übel hat mich hierher gebracht. Die meisten Menschen würden mir nicht glauben, wenn ich ihnen das sage. Aber du tust es. Es ist ein einsamer Weg, den wir gehen. Ein Weg, den nur wenige gegangen sind und verstehen. Aber wir, Freunde, kreuzen immer unsere Wege. Und das sagt mir, dass das Schicksal auf unserer Seite ist. Das heißt, wenn du an das Schicksal oder Bestimmung glaubst oder sowas. Gib nur nicht auf, in Ordnung? Egal, was dir auf diesem Berg passiert. Oh, ich habe vielleicht einen Ausgang gefunden. Mach dir keine Sorgen um mich, mein Freund. Ich komme schon klar. Viel Glück bei deiner Mission. Oh. Nope. Kann ich nicht Yeti retten damit? Hä, was war das? Ach so. Ach so. Der ist aber flott. Ich will dich ja befreien, aber... Es gibt keinen Schlüssel. Aber sonst gibt es hier auch keine Tür, wa? Ja gut, die Tür sieht seltsam aus bei ihm hier. Ja genau, bei mir, die. Ich brauche einen Schlüssel. Verdammt. Wo soll ich denn jetzt den Schlüssel herkriegen? Ach Mann, ist das ärgerlich. Ich will dem Yeti helfen. Gut. Wir werden aber erstmal diese gefährliche Kreatur vernichten. Oh, doch, geil. Ja, guck's dir an. Kumitanische Klinge gefunden. Sie schimmert in blauem Licht. Oh, geil. Und ich habe einen Schlüssel. Und ich komme zurück. Also, wir kommen zum Yeti. Gut. Gefällt mir. Dann werden wir den Yeti jetzt sofort befreien. Ein neues Schwert. Das finde ich auch sehr gut. Wir diesen Quatsch mit Schwertsplittern und so einen Scheiß machen. Wir haben ein neues Schwert. Du bist frei, mein Guter. Du bist frei. Lauf. Wow. Jedi erschrocken. Okay. Cool. So, da komme ich ja natürlich bloß mit wieder einer
mit einer Rune der Erschaffung hin. Dann hole ich mir eine Bombe. Oh nee. Okay, hier. Warte. Hier muss ich mich hinstellen. Warte, wo ist das? Da. Ein falscher Knopfdruck und das Spiel hat sich aufgehangen. Wie viel hat unser Schwert jetzt eigentlich an Schaden? 32. Ja, das ist ordentlich. Wie viel hat es vorher? 25? 20? Ja, das sieht schon besser aus. Ach naja, wenn wir schon mal hier sind. Wo komme ich denn? Ich glaube, ich komme bloß wieder in die Gefängniszellen, oder? Ich bin einfach zu neugierig. Ach, ich komme in... nee. Verdammt. Okay. Okay, na gut. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir ein neues Schwert und ein neues Schild. Und da oben eine Herzmelone. Kommen wir denn irgendwie an die ran? Nö, schade. Na gut, dann müssen wir erst den Gegner mal wegmachen. Geht nicht anders. Und das wird wahrscheinlich so eine riesengroße blöde Steinrüstung sein. Naja, wenn ich mit ja, müssen wir gar nicht drüber reden. Warte mal, vielleicht hilft dir eine Rune der Glut. Und das auf Eis. Ihr habt dann eine Macke. Oh. Okay, ja. Du kannst auch mal angreifen. Alter. Ich muss sagen, die letzten Gegner jetzt, die sind ganz schön eintönig.
mal, der macht er eigentlich nichts weiteres wie der Schleimklotz. Na, der läuft nur. Also der erste Gegner hat mir wirklich am besten gefallen. Dieser komische Troll oder was das war. Was ich ja im Nachhinein als ehemaliger Schüler dieser, dieses Instituts herausgestellt hat. Er hat so viel gelesen da drin, ist verrückt geworden, bla bla bla. Aber die Gegner jetzt alle, boah, die flitzen über ihre Map rum und machen nichts mehr. Sieht ein bisschen aus wie von... Ne, ihr wisst schon. Von der Mondperle. Der Kraterberg. Ja, das sieht ganz schön... Das sieht wirklich sehr nach dem Kraterberg aus, aber okay. Gut, was das da unten ist, keine Ahnung. Da passiert nichts. Wahrscheinlich einfach nur ein paar Steine. Nein, ich bin zu spät. Hero. Ach du meine Güte, du bist wirklich erwachsen geworden. Sicherlich warst du es nicht die ganze Zeit. Der die Steine von mir ferngehalten hat, oder? Ich verstehe das nicht. Er hat mir gesagt... Ach, vergiss es. Ich hätte nur nicht erwartet, dass du es bist, kleiner Bruder. Aber ich schätze, du bist die Steine. Aber ich schätze es, dass du die Steine zu mir gebracht hast. Genau wie Großpapa. Bist du auch gekommen, um mich davon abzubringen? Großpapa wollte mich auch davon abhalten. Ich weiß, was ich tue. Du musst es mittlerweile wissen. Die Seelen unserer Vorfahren wohnt in diesen Steinen. Er wird mir seine Macht geben und mir erlauben, Rache an den Elmern zu nehmen. Es wird Rache für uns beide sein, Bruder. Du verurteilst mich, aber du warst damals nicht dabei. Du hast nicht gesehen, wie sie unsere Eltern entführten, so wie ich. Ich sehe sie immer noch, schreie und dann... Einfach nur Stille. Sie haben nichts Falsches getan. Und ich weiß, nicht alle Elmer sind gleich. Aber sie haben uns nur das Recht gegeben, innerhalb ihrer Grenzen zu bleiben, weil unser Vater einer von ihnen war. Sie müssen sich ändern und ich werde derjenige sein, der sie dazu bringt. Aber stell dir vor, wenn wir zusammenarbeiten würden, könnten wir viel Gutes tun. Würdest du dich mir anschließen, Bruder? Mhm. Da hatten wir nicht viel Zeit zum Überlegen, mit Anschließen etc. Oh, Titi! Nicht knabbern, ja? Ich bin bestimmt schon kalt. Nicht knabbern. Ich schmecke nicht. Hat, mein Junge, du bist wach. Ach, Tatsache, ich liege ja da. Ein seltsames Wesen trug dich vom Berg hinunter. Dann floh es vor uns zurück zum Berg Kumito. Mein Bruder hat die Steine. Die Fragmente sind weg, Erohat. Xanatos hat sie dir weggenommen.
Wir müssen... wir sind vor nicht allzu langer Zeit angekommen, ihr Ort. Hast du Jepp gefunden? Jepp ist tot. Auch mein Bruder. Die Dinge haben sich verändert, seit du geschlafen hast, der Rat. Eine Dunkelheit ist über das Land gezogen und die Sonne ist immer noch draußen. Aber da ist noch etwas anderes. Mina, sie ist in einen tiefen Schlaf gefallen und wir können sie nicht wecken. Das gleiche ist auch anderswo passiert, mit anderen. Manchmal wälzt sie sich heftig hin und her, als ob sie einen Albtraum hätte. Es geschah gerade, als wir ankamen. Es gab ein Erdbeben. Dann leuchtete eine rote Lichtsäule am Himmel, die aus dem Westen kam. Da fiel Mina hin und wir brachten sie hierher. Ich glaube, Xanatos hat den Druidstein rekonstruiert. Und nun hat sich zu seiner großen Überraschung ein Portal von der dunklen Ebene geöffnet, in der Kartikus versiegelt war. Das ist das Einzige, was die Dunkelheit erklären würde. Es scheint, dass alles verloren ist. Nein. Das... Schlafkrankheit und Dunkelheit. Ich würde sagen, es ist einfach ein Zauber, den Kartikus bei seiner Rückkehr in dieses Reich gesprochen hat. Er hat unseren natürlichen Mana mit seinem eigenen dunklen Mana korrumpiert. Korrumpiert? Naja. Es scheint, dass er in der Zeit seiner Abwesenheit sehr mächtig geworden ist. Wenn Kartikus wirklich durch das Portal gekommen ist, ist Xanatos wahrscheinlich geflohen und hat sich versteckt. Es sei denn, Kartikus hat ihn nicht getötet. Und das bedeutet auch, dass der Druidstein intakt ist und jetzt leer ist. Du glaubst doch nicht, dass wir hoffen können, ihn zu besiegen, oder? Ich glaube, dass es möglich ist, so wie es die Druiden vor vielen Jahrhunderten getan haben, seine Seele noch einmal in Druidstein einzusperren. Wenn einer von uns das Elend überleben soll, das er in all den Jahren in sein Gefängnis verbreitet hat, sollten wir etwas unternehmen, und zwar schnell. Das einzige Problem ist, dass wir keine Ahnung haben, wo der Druidstein jetzt ist. Wir wissen nicht einmal, ob Xanatos noch lebt. Wenn jemand weiß, wo Xanatos gerade ist, dann ist es Mina. Warum sollte Mina das wissen? Nun, als die Jungs noch klein waren, von allen anderen Elmer-Kindern war sie ihre einzige Freundin. Sie war die einzige, die sie gut behandelte. Man könnte sagen, sie hat eine besondere Bindung zu ihnen. Und sie hat eine gewisse Art, in Xanatos Kopf einzudringen. Er hat die Angewohnheit, von Zeit zu Zeit wegzulaufen, und Mina schien immer diejenige zu sein, die ihn fand. Nun, bis jetzt waren keine externen Versuche, Mina aufzuwecken, erfolgreich. Aber ich kenne einen Weg, Informationen aus dem Geist einer Person durch eine teleportische Verbindung zu extrahieren. Allerdings ist es ziemlich kompliziert. Dazu wären zwei Parteien erforderlich. Findest du das nicht ein bisschen invasiv? Oh, Entschuldigung. Sie ist meine Nichte und ja, das tue ich. Deshalb würde ich Erod bitten, sich mit ihr zu verbinden, in Anbetracht ihrer Geschichte. Ich habe das schon einmal gemacht. Und ich würde es nicht tun, wenn ich wüsste, dass es nicht sicher wäre. Es könnte sogar möglich sein, dass Erod sie von der Verbindung aus erweckt, da die beiden kommunizieren können. Ich schätze, wenn du sie nicht wecken kannst, kannst du vielleicht herausfinden, ob sie weiß, wo dein Bruder ist. Erod, bist du dafür bereit?